Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 459. Es ist Sonntag, der 3.3.2024 und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Es ist ein sonnige 14 Grad im Rheinland. Wie ist es bei dir in Berlin, Samira? Ja, es ist auch, ich glaube auch so 13 Grad. Nicht, ja, so teilweise sonnig, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen wärmer geworden. Was ich habe gerade den Müll rausgebracht. Ich dachte echt so, och. Wenn ich jetzt Frühling. Nicht so kacke aussehen würde, so in Jogginghose und Schlappen, würde ich direkt draußen bleiben. Und ich muss Podcast machen, das spielte da auch noch in die gegen. Naja, kannst ja gleich nochmal rausgehen, ne? Bisschen. Ja, wenn ich hier alles fertig habe nach dem Podcast, werde ich das auf jeden Fall machen. Wie geht's denn dir so? Ich habe gesehen gestern, du warst unterwegs gewesen und in einer richtig coolen Location in Berlin. Was war denn das? Das war das Café Babette. Das war so eine ehemalige Bierbrauerei, aber zum Kaffee umgestaltet. Und deswegen sieht es ganz cool aus. Man sieht halt noch so die Kessel und dann, ja, wo früher Bier gebraut wurde. Und dann sind da halt einfach nur Stühle und Tische. Man kann Kaffee trinken, auch was Kleines essen. Ich glaube, man kann auch Bier trinken, weiß ich gar nicht genau, aber ja. Aber mittags um 12 trinkst du noch nicht, wolltest du sagen. Ja, ich trinke eh nicht so Bier, aber. Aber ist auf jeden Fall eine ganz coole Location, so typisch Berlin halt, immer irgendwie ein bisschen extravagante Cafés, davon gibt es hier viele. Ja, das sind so Sachen, die merke ich wirklich so, ich wohne hier in Solingen und Solingen hängt so ein bisschen immer so, finde ich, den Jahren oder den Trends ein bisschen hinterher. Ich war gestern Abend mit meiner Freundin in Dune 2 gewesen in Düsseldorf und nach dem Kino wollten wir noch was essen gehen. Dann gehen wir nur aus dem Hauptbahnhof, da am Kino rausgehst, ein Stückchen weiter Richtung Innenstadt auf der Immermannstraße, da ist ja das Japanviertel. Ah ja, das stimmt aber ja auch schon mal. Ja, und da sind ja so viele asiatische Restaurants, da war so viel los. Und da dachte ich wirklich so als Neusolinger, naja gut, ich wohne jetzt auch schon seit 6 Jahren hier, wow, das gibt's hier so gar nicht. Also du hast jetzt hier in Solingen Olex mal so den einen oder anderen neapolitanischen Italiener und das sticht schon hier raus. Das ist wahrscheinlich in Berlin schon kalter Kaffee. Ja, ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung in Berlin haben ausländische Wurzeln, wenn ich es richtig mich erinnere. Also hier hast du ja sowieso jede Nationalität. Aber das mit Japan ist schon speziell. Also das haben wir jetzt in Berlin auch in der Art so krass konzentriert, so auf eine Straße, wo wirklich nur so top Restaurants, ja, japanische haben wir nicht. Also das ist schon krass in Düsseldorf. Das fand ich auch krass. Ja, Düsseldorf selbst, das wissen viele nicht, oder viele wissen es und viele wissen es nicht, Düsseldorf hat ja die größte japanische Community Europas. Ja. Und das Essen ist ja gut, von daher ist es schon, macht Spaß. Dann. Warst du auch schon mal in Düsseldorf auf dem Japan-Fest gewesen? Nee. Man muss sehr Japan-affin sein, gerade was so Animes oder Mangas angeht, okay. Dann, ja. Dann, ja. Dann kann das Spaß machen, ansonsten kann das anstrengend sein, okay. Wenn man damit jetzt nicht so am Hut hat. Okay, aber wenn ich mal zu der Zeit da bin, teste ich es aus. Aber kommen wir zum Boxen. Genau, und wir fangen dann auch wie immer mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und wir hatten ja letzte Woche Sonntag über den Comeback-Kampf von Viktor Wikrisch gegen Marcos Antonio Almada gesprochen. So zum Zeitpunkt, wo wir die Folge veröffentlicht haben, war, glaube ich, der Kampf gerade gewesen. War ja außergewöhnlicherweise mal an einem Sonntag gewesen. Und Wikrisch hat diesen Kampf durch TKO in der 4. Runde vorzeitig für sich entschieden. Also auch ein gutes Ausrufezeichen gegen einen erfahrenen Mann wie Almada. Dann aus deutscher Sicht sehr interessant. Der Kampf am letzten Freitag in Telford in Shropshire in England. Da war eine Veranstaltung von Wasserman und im Hauptkampf kämpfte Abbas Barrau gegen Sam Eggington um den vakanten Europatitel im Superweltergewicht. Und wenn du als Ausländer zum Kampf kommst, bist du ja meistens schon so ein bisschen der Außenseiter. Aber huhu, Abbas Barrau ist, Trommelwirbel, neuer Europameister. Chapeau, gut gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, schaffen ja echt wenige dann im Ausland, auswärts gegen den Heimboxer da zu dominieren oder halt auch, sagen wir mal so, ein faires Urteil zu bekommen. Das ist ja auch nicht immer so. Ich meine, der Kampf gegenüber die Runden, die Punktrichter haben einmal 117, 111, einmal 117, 112 und einmal unentschieden, 114, 114 gepunktet. Eggington hatte auch einen Cut,
in der 9. Runde erlitten, aber der hat jetzt den Kampfverlauf nicht wirklich beeinflusst. Es war auf jeden Fall ein Kampf, der viel hin und her ging. Ich fand auch, dass es für mich war es auch eher ein enger Kampf, auch wenn die Punkturteile, ja, 117-111 hört sich jetzt nicht so an. Also es war ja im Super-Weltergewicht. Ich habe viele Runden eng gesehen. Also als Heimboxer hätte Eggington vielleicht auch die ein oder andere mehr bekommen können, aber hat er anscheinend nicht, außer bei einem Punktrichter. Aber war eine gute Schlacht. Also die lagen sich oft so, standen sich oft Kopf an Kopf gegenüber und haben sich mit Schlägen eingedeckt. Abbas sah ganz gut aus, wenn er seinen Gegner an den Seilen gestellt hat und dann Kombinationen Kopf und Körper geschlagen hat. Eggerton hatte ja die längere Reichweite, aber ich fand, er ist ein bisschen so steif, auch im Oberkörper. Aber Abbas war extrem locker und kam so ab der dritten Runde, fand ich, so richtig in seinen Groove, so dass man gemerkt hat, jetzt macht es ihm richtig Spaß. Also von daher, ja, die erste Runde hat er, dann die zweite, finde ich, kann man Eggerton geben. Aber es waren viele eng. Manche hat er auch klar gewonnen, aber ja, zum Beispiel die fünfte fand ich auch wieder eng. Also es war immer so hin und her, aber im Endeffekt war schon Abbas der bessere Boxer, auch der technisch bessere, der die besseren Treffer gesetzt hat. Ich habe den Kampf ein bisschen enger gesehen. 115, 113 habe ich den für Barau gepunktet. Ja, aber er musste den gewinnen, also das ist schon richtig, egal als ob er jetzt ein, zwei Runden mehr hat oder nicht. Unentschieden fand ich auf keinen Fall, also das so gut war Eggerton dann nicht, dass er da überzeugen konnte, gerade weil ihm am Ende der Runden auch die Luft ausging. Ich finde, da war er einfach nicht mehr so fit. Und Barau stand ja auch in jeder Pause, also er hat sich gar nicht hingesetzt, also er war topfit. Ich fand, er sah einfach sehr gut aus, hat viel gemacht und ja, herzlichen Glückwunsch natürlich zu so einem Kampf. Und auch im Postfight-Interview, da musste er mehrfach so weinen, weil er so emotional war, weil es für ihn halt so was Besonderes war. Der Druck war sicherlich auch sehr hoch, dass der Interviewer hat dann das Interview abgebrochen, weil es dann auch irgendwie keinen Sinn mehr gemacht hat, was aber auch gut war. Und ja, also krasse Leistung von Barau. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt als Europameister, als neuen Europameister ja, super Weltergewicht demnächst in Deutschland. Ne? Ist ja auch der WBA Eliminator, ist er jetzt spontan dazugekommen. Ja, genau, das ist ja auch spontan dazugekommen. Von daher war das ja echt ein richtig wichtiger Kampf. Und ich meine, die Halle war ja nicht mal beim Hauptkampf voll. Deswegen, ich meine, so eine Halle wird man auch in Berlin voll kriegen. Sagen wir mal so, da muss er ja nicht in England boxen. Also ich glaube, da hätten sich wahrscheinlich hier ein bisschen mehr Leute gefreut über seinen EM-Titel. Deswegen hoffe ich, dass er halt dann auch... Ja, hättest du doch in Oberhausen in der Turbinenhalle oder so machen können. Er kommt ja aus Oberhausen. Ja. Also ich hoffe, dass er dann auch mal vor seinem Publikum boxen kann, weil er kommt rein, halt die Leute buhen ihn aus, ne? Ist jetzt auch nicht so, dass die Engländer da alle so ganz fair sind, ohne dass sie einen kennen. Also ich meine, ist ja so. Engländer. Ja, sowieso die, nicht. Die weltoffenen Engländer. Mhm. Ja, man sagt ja oft so, ja, da ist Boxen und so. Und wenn jemand gut boxt, schätzen sie das auch. Ja, irgendwie schon. Aber natürlich sind die ja trotzdem für ihren Mann, für ihren Engländer so. Mhm. Egal, ob du dann, wenn du von woanders bist, bist du halt nicht die Nummer eins. Und ich denke mal, dass es dann schon schöner ist, wenn die Leute einen feiern, wenn man in die Halle reinkommt. Und hat er auch damit, ich finde, es hat er sich auch verdient, dass er auch mal so einen Einmarsch hat. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und ich hoffe auf weitere große Kämpfe und es wäre cool, wenn wir jetzt eine längere Zeit und vielleicht auch irgendwann Weltmeister haben in Deutschland, einen neuen. Wer weiß. Wer weiß. Kann und man muss jetzt natürlich auch noch sagen, Abbas Barau hat sich jetzt eingereiht in die Liste weniger deutscher Boxer, die es geschafft haben, einen wichtigen Titel im Ausland zu gewinnen. Das haben sehr, sehr, sehr wenige geschafft. Ja. Ah, gut, aber schauen wir mal, wie es für ihn weitergeht. Auf jeden Fall scheint das Training in Miami für ihn sich auszuzahlen. So, dann, was haben wir als nächsten Kampf? Der Kampf, der keiner ist, der kurzfristig und in letzter Minute, und das im wahrsten Sinne des Wortes, abgesagt worden ist. Normalerweise würden wir jetzt über den Kampf von Amanda Serrano gegen Nina Meinke in Puerto Rico sprechen. Aber der Kampf ist in letzter Minute im Ring abgesagt worden. Heftig, oder? Ja, das war schon ein bisschen kurios. Also ich kann mich nicht erinnern, war das letzte Mal ein Kampf so kurzfristig abgesagt worden. Noch nie habe ich das gesehen. Dass im Ring der Hauptkämpfer, die Hauptkämpferin oder Kämpfer in den Ring kommt und dann erst sagt, ich kämpfe jetzt nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das Einzige, was ich mal, das kurzfristigste, an das ich mich erinnern konnte, war
Der Kampf sollte stattfinden am Tag selbst und mittags wurde der abgesagt. Und das war der Kampf, der zwischen Deontay Wilder und Alexander Povetkin, weil Povetkin positiv auf Doping in Russland getestet worden ist. Ja, das ist ja alles noch so im Rahmen. So 10 Jahre auch ungefähr, ja. Blöde, so, wenn sowas abgesagt wird kurzfristig, aber dass das im Ring gemacht wird, ist schon sehr, sagen wir mal so, es ist halt im Boxen sehr ungewöhnlich. Es ist auch zu spät. Und es ist auch zu spät für die Gegnerin, die dann schon sich warm gemacht hat umsonst und im Ring steht in Boxmontur und denkt, dass sie jetzt kämpfen kann. Also ich weiß nicht, wie früh sie das jetzt wusste, aber sie war ja nicht in normalen Klamotten da. Deswegen, also Serrano kam ja in normalen Klamotten, also in Sportklamotten. Sie war jetzt nicht kampfbereit angezogen und Nina Meinke hat ja ihre Hände bandagiert. Die war ja so quasi vorm Kampf. Also das heißt, sie hat es ja auch erst dann im Ring irgendwie erfahren. Oder konnte sich halt nicht mehr umziehen, so dass es halt, geht halt eigentlich gar nicht, ne? Also das ist halt wirklich komisch. Wir können ja erstmal zu den Gründen kommen. Also Serrano kam halt in den Ring mit Sonnenbrille, hat da eine Rede. Jake Paul war auch noch im Kampf, also im Ring, weil er gerade davor gekämpft hat und gewonnen hat. Genau, by the way, in der ersten Runde direkt gewonnen. Jetzt gedacht. Genau, also ja, genau, hat gewonnen und dann seine Boxerin ist ja auch Serrano, deswegen ist er quasi auch, redet ja auch für sie oder mit, promotet sie, unterstützt sie und sie hat dann halt das Mikro bekommen und dann gesagt quasi, ja, der Kampf kann leider nicht stattfinden, weil sie eine Augenverletzung hat, aber sie wusste es eigentlich auch schon einen Tag vorm Kampf. Ein paar Tage schon, seit ein paar Tagen hat sie wohl Probleme mit den Augen, sagte sie. Ja, oder seit Donnerstag, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall hat es irgendwas wahrscheinlich mit den Haaren zu tun. Zumindest steht es jetzt in manchen Berichten, dass ihr beim Haare machen irgendeine chemische Substanz ins Auge gekommen sein soll und sie seitdem irgendwie Probleme haben sollte. Dann wurde es wahrscheinlich untersucht und sie hat ja auch gesagt, ich wollte kämpfen. Also ich glaube, sie wäre trotz dieses Damages, trotz dieser Sache in den Ring gegangen. Also es hat sich so angehört, dass sie deswegen halt den Kampf halt nicht vorher abgesagt hat, weil sie trotzdem kämpfen wollte. Und die Ärzte quasi haben es dann halt in letzter Minute nicht erlaubt. Wahrscheinlich hat sie gehofft, dass sie sie trotzdem boxen lassen können. Aber wenn sie fast nichts sieht oder dann die Gefahr steht, dass sie erblindet, was Jake Paul gesagt hat, oder das Augenlicht verliert. Mhm. Ich meine, dann ist ja klar, dass man da nicht boxt. Also ich weiß nicht. Ja, vielleicht aber warum ist das erst, sag mal so in letzter Minute, klar, wenn da diese Augenprobleme, die lagen ja auch dann einen Tag vorher schon vor und so, dann naja, wenn sie trotzdem boxen wollte. Es muss doch irgendwelche Untersuchungen geben, aber dass du quasi das Ding läuft und du dann so quasi in letzter Minute sagst, nee, wir machen das doch nicht, ist schon ungewöhnlich. Vielleicht dachte sie, irgendwas verbessert sich noch oder die Ärzte haben gesagt, wir gucken uns das vor dem Kampf nochmal an und dann sagen wir dir Bescheid, ob du boxen kannst oder nicht. Und vielleicht aber auch das ist ungewöhnlich. Ja, klar, das ist alles irgendwie ungewöhnlich, aber ich denke mal, sie hätte trotzdem geboxt, das hat sich so angehört. Jake Paul hat es ja auch so gesagt, sie wollte auf jeden Fall kämpfen. Sie hat ja dann auch, ist ja in Tränen ausgebrochen da mehrfach, also ich fand es zwar schon emotional, man musste ja fast mitweinen irgendwie, aber es ist halt natürlich für Meinke so krass, also dass sie das echt nicht vorher wusste. Ja und beschissen klar. Vor allem, wenn du überlegst, die war jetzt wochenlang da auf Puerto Rico gewesen, hat sich da vorbereitet, was die Bilder, die ich da so gesehen habe vom Wiegen, die war ja mal mehr als in Tippitop-Shape. Ja, ja, natürlich. Die also, hat sie trainiert, alles. Sparring die gemacht. War ja wirklich, also die war jetzt wirklich in, sag mal, ich würde mal behaupten, in der Form ihres Lebens. Ich meine, die war jetzt nie außer Form gewesen, das, wenn das ja, jetzt so klingt. Aber, die jetzt, also die jetzt so von den Bildern würde ich sagen, die war ja auch wirklich on point gewesen. Also da hast du richtig gemerkt, die hat sich richtig reingehangen. Ja, sah schon, klar, sah schon gut aus. Ist halt so ein bisschen unfair. Das Einzige, was ganz fair war, ist, dass die Zuschauer, die halt im Stadion waren, ihr Geld zurückbekommen für ihre Tickets, also für Rückerstatt. Das heißt, sie haben die vorherigen Kämpfe alle kostenlos gesehen. Und Nina Meinke bekommt wohl ihre Börse, haben sie gesagt. Mhm. Was natürlich trotzdem, also für die, die vor Ort sind, war es wahrscheinlich auch eine Katastrophe, aber nicht ganz so schlimm, weil du denkst, okay, ich habe ein paar Vorkämpfe kostenlos gesehen und dann gucke ich mir das nächste Mal vielleicht an. Wenn es ein nächstes Mal gibt, weiß man ja auch nicht. Aber wenn du aus Deutschland da angereist bist, dann ist es natürlich schon eine Katastrophe. Ne? Also dann fliegst du da extra hin, willst vielleicht als Fan, als Supporter willst du einen Kampf sehen und dann wird es halt, weißt du nicht mal vorher, dass es abgesagt wird. Das ist halt schon, da kann man sich schon drüber aufregen dann, ne? Also da bist du halt wirklich umsonst hingeflogen. Aber zur Not kann man halt, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht so, als würdest du jetzt irgendwo, weiß ich, in die... Ja, ist jetzt der Ort ist nicht schlimm, aber... Turkmenische Einöde fliegen oder so. Ja, klar. Ein bisschen Puerto Rico, also das kannst du ja wenigstens noch mit einem schönen Urlaub verbinden. Ja, wenn du es so geplant hast, aber manche fliegen ja nur für den Kampf vielleicht, 2 Tage hin und dann wieder zurück, weil sie keine Zeit haben.
Und dann ist es halt schon ärgerlich, weil machst du das dann nochmal? Also ich weiß nicht, das ist halt auch so ein bisschen... Der Kampf soll nachgeholt werden, Serrano will das auch, aber ehrlich gesagt weiß man es natürlich nicht, was mit ihrem Auge ist, ob sie sich davon erholt. Man kann es nur hoffen. Ja, was ist denn das bitte für eine Chemie? Ich habe keine Ahnung, was da reingeklatscht wird. Wenn die Haare gemacht werden, also muss das jetzt eher. Also ich weiß, es gibt ja so chemische Haarglättungssachen, habe ich auch teilweise benutzt, das kriegst du in so Afro-Shops. Das Zeug, ja, das, stinkt kann wie, sein. Das Zeug stinkt wie die Pest und wenn du, also ich, Beauty-Tipps mit Robert, ich hatte auch mal einen sehr langen Bart gehabt, so, und mein Bart kräuselt sich leicht, so, und damit der glatter war, habe ich da dieses Afro-Herglättungszeugs reingemacht. Wenn du das zu stark schnell auf die Haut kriegst, kriegst du da Verätzungen. Ja, ja, klar, kannst du auch von einer Blondierung kriegen. Ja, das aber schon. Das ist nochmal was anderes und das stinkt wirklich nach Schwefel, das Zeugs. Das kann das Einzige sein, was irgendwie Sinn macht, weil eigentlich hat sie ihre Haare ja nur geflochten, aber man sieht es so ein bisschen noch gekräuselt, weil sie hat ja schon auch Locken. Das heißt, also ganz glatt sieht es nicht aus, aber könnte sein, dass die Wirkung ja, halt noch wenn nicht du jetzt so... Sag mal, ob du jetzt glatte Haare hast oder ob du eine Krause hast wie ein dunkelhäutiger Mensch, am Ende werden die Dinge doch eh nach hinten geflochten. Das heißt, es ist doch also egal, ob du die jetzt glättest oder nicht. Ja, deswegen, ja. Vielleicht heute. Ja, eigentlich brauchst du es ja gar nicht glätten, wenn du es eh nur. Naja, es hält schon besser. Kommt drauf an. Es sieht halt ein bisschen. Es sieht halt ein bisschen mehr und fleek aus, sozusagen. Mhm. Wenn du die Haare glättest, dann sieht es halt. Aber das ist. Also eigentlich musst du ja deine Haare nicht mit Chemie einkleistern, wenn du die nur flechtest. Aber kann sein, dass sie einfach gerne glatte Haare trägt, das davor gemacht hat. Weil sonst brauchst du ja nur Gel oder so reinzumachen. Das wird jetzt für die Augen nicht so schlimm sein. Aber es kann schon sein, dass sie sowas gemacht hat. Weil gefärbt hat sie ihre Haare nicht. Das sieht man ja. Von daher kann es nur sowas sein. Und das ist halt dann wirklich schief gegangen. Ganz schlimm, Katastrophe. Wenn das stimmt als Ausrede. Es kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein. Aber das war so zu lesen. Es ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob der Kampf noch kommt. Ich hoffe, sie hat ja dann auch von Retire, also von ihrem Abschied geredet. Sie hat dann auch gesagt, ja, wenn ich meine Karriere beende, dann werde ich das hier in diesem Stadion tun, bei euch zu Hause quasi, wo sie herkommt. Vielleicht wird sie da auch dann den letzten Kampf machen. Das kann auch sein. Ich meine, sie wird ja eh nicht mehr ewig boxen. Ja, ist auch schon 35. Ja, deswegen. Und hat eine Menge Kämpfe auf dem Tacho. Hat auch genug Geld verdient jetzt am Ende. Hat jemanden, der sie unterstützt, der auch genug Geld auf dem Konto hat. Und von daher, man kann halt nur für Maienke hoffen, dass dieser Kampf wirklich nochmal kommt. Weil wenn der nicht kommt, dann ist es halt echt für sie ganz traurig. Mhm. Aber, apropos noch Maienke, vielleicht noch kurz zur Info. Wir hatten ja letztens angekündigt, dass wir noch ein Interview mit machen. Die sind leider zweimal kurzfristig abgesagt worden. Deswegen wundert euch also nicht, warum wir euch kein Interview präsentieren konnten. Wir hätten es gerne getan, aber aus terminlichen Gründen, die wurden, ist das wohl irgendwie kurzfristig. Leider hat das leider nicht geklappt. Genau, also für die, die uns Fragen gestellt haben. Aber ja, naja, mal schauen, was noch kommt. Aber war auf jeden Fall ein kurioses Kampfende und eigentlich das Einzige, warum man das noch gemacht hat. Also was ich mir vorstellen kann aus taktischen Gründen, warum man das halt nicht vorher abgesagt ist, hat, war, dass Jake Paul auch nicht vor einer leeren Halle boxen wollte. Jetzt mal ehrlich, weil, okay, er wohnt zwar in Puerto Rico, aber er ist zwar nicht von da. Die haben ihn zwar so ein bisschen gefeiert und so, aber ich meine, hätten die das vorher abgesagt, Amanda Serrano ist halt da die Hausnummer 1. Und einen Tag vorher, ich meine, da wären vielleicht die Hälfte oder mehr als die Hälfte gar nicht erst gekommen zu dieser Veranstaltung. Und ich glaube, die hatten keinen Bock auf so eine leere Halle. Und deswegen haben sie das halt so, ist natürlich trotzdem assi so, aber dann haben sie es halt so weit nach hinten geschoben, dass die Leute halt auf den Hauptkampf gewartet haben. So lange waren die ja da. Also ich glaube nicht, dass es so voll da gewesen wäre, wenn sie das vorher abgesagt hätten. Und dann sähe es halt nicht cool aus und ja. Also das kann ich, ist so meine Theorie. Warum man das auch macht, so kurzfristig. Nicht abwegig. Ja. Aber gut, wir werden es rausfinden. Wir hoffen natürlich nur das Beste für Maienke, dass dieser Kampf doch noch kommt. Ja, auch für Serrano, dass ihre Augenlicht nicht verliert oder alles da gut wird. Aber, ja. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir auch mal, was so nächste Woche passiert. Und da hätten wir einmal ihn am Thursday, den 7., also Donnerstag, eine Veranstaltung in Montreal, in Quebec, Montreal, Quebec in Kanada. Dort kämpft Osley Iglesias gegen Marcelo Cotceres im super Mittelgewicht. Iglesias kennt man ja noch aus seinen Kämpfen, unter anderem gegen Arthur Reis und Isaac Chilemba. Bin ich mal gespannt, wie er sich da in Kanada schlagen wird.
Dann haben wir noch eine Veranstaltung kommenden Samstag, den 9. März in, wo ist das? Le Valois Perret en Dessin in Frankreich. Da geht es um den EBU-Titel im Supermittelgewicht zwischen Kevin Lele Saggio gegen Giovanni De Carolis, den man ja auch noch aus seinen Kämpfen bei Sauerland gegen Feigenbutz und Tyron Zeuge kennt. Hey, anscheinend ist der EBU-Titel ja doch noch was wert. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Auch noch zu erwähnen, kommenden Samstag boxt in Leos Gym in München Emre Çukur gegen Nikolozi Gvishniashvili im Mittelgewicht und Patrick Korte, der auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast war, kämpft nächste Woche Samstag, wie kann es auch anders sein, in Essen gegen Nabil Zaki. Der größte Kampf des Wochenendes findet, ja, ich denke mal, so wie nahe Zukunft überhaupt, in Riad statt. Und da kämpft im Hauptkampf Anthony Joshua gegen Francis Ngannou im Schwergewicht. Es geht um keinen Titel. Und es ist eigentlich schon krass, wenn man überlegt, Anthony Joshua, der ehemalige zweifache Weltmeister, kämpft gegen Francis Ngannou, der bisher einen Kampf hatte, eine Niederlage. Und der ist schon Platz 33 in der Weltrangliste, weil er halt einfach mal direkt gegen den amtierenden WBC-Weltmeister geboxt hat. Ja. Ja, es kommt halt darauf an, gegen wen man da verliert, ne? Da wird man ja auch gut gerankt. Ist mal eine Frage. Hypt dich dieser Kampf Joshua gegen Ngannou? Ich meine, Ngannou hat sich ja besser verkauft als angenommen. Also die meisten haben ja jetzt damals ihm nicht diese Leistung gegen Fury zugetraut. Man muss jetzt aber auch mal abwägen, war jetzt Ngannou so gut oder war Fury so schlecht? Wahrscheinlich trifft sich das irgendwo in der Mitte. Deswegen ist jetzt natürlich auch mal so ein Quervergleich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, schwierig. Aber denkst du, dass Ngannou da jetzt in der Lage ist, uns wieder komplett zu überraschen? Ja, also in der Lage ist er, glaube ich, schon, weil er einfach Power mitbringt. Also er hat Schlagkraft und die ist nicht zu übersehen. Deswegen ist das auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schon ein spannender Kampf. Also ich bin jetzt nicht so gehypt wie bei Fury gegen Usyk. Das ist nicht so das Level, aber danach kommt das schon, auch wenn es jetzt um gar nichts geht. Weil das auch einfach ein guter Test für Joshua nochmal ist und für sein Kinn, weil man hofft, dass er diesen Test irgendwie übersteht. Zuletzt, ja, hat er ja nicht so, ja, die schweren Aufgaben gehabt. Ja, waren schon nicht schlechte Kämpfe, aber trotzdem, Helenius und Valin. Ich würde einfach mal sagen, dass Ngannou, wenn der trifft, einfach ein bisschen härter schlägt, würde ich einfach mal so denken. Aber technisch, auch wenn die Boxer ihm da überlegen sind, aber sagen wir mal so, umso länger der Kampf geht, umso besser wird es wahrscheinlich für Joshua laufen. Aber die Chance, dass Ngannou da vorzeitig gewinnt, also die sind schon da. Ich würde nicht sagen, dass es komplett ausgeschlossen ist. Aber natürlich ist Joshua jetzt viel besser auf ihn vorbereitet, weil er gesehen hat, was er gegen Fury macht. Und dass man ihn ernst nehmen muss, dass er auch gefährlich sein kann. Deswegen würde Joshua auch sehr vorsichtig wahrscheinlich gegen ihn boxen. Ich weiß gar nicht, ob das dann so ein schöner Kampf wird. Also wenn er sehr vorsichtig ist, kann es auch ein bisschen langweilig werden. Also für uns so ein bisschen, dann kann es auch über die Runden gehen. Denkbar. Also, wenn er da sich sehr zurücknimmt, gar nicht einlässt auf irgendeinen Schlagabtausch, ihn gar nicht nah rankommen lässt und so abklammert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass er sich da auf einen Schlagabtausch einlässt. Er kann natürlich einfach mal Pech haben, was nicht sehen. Aber ich glaube, also der Kampf muss nicht vorzeitig beendet werden. Wird er vielleicht auch gar nicht, weil Joshua boxt in letzter Zeit immer vorsichtig. Warum sollte er jetzt anders boxen, oder? Was denkst du, wie er boxt? Das ist eine gute Frage. Würde ich ihm auch nicht raten, mit ihm im Schlagabtausch zu gehen. Nö, also ich denke, das wird so ein... Ich weiß jetzt, die Frage ist halt nur, wird er boxen wie im zweiten Kampf gegen Andy Ruiz? Dieses Rennen, Rennen, Rennen und immer nur Distanz, Distanz. Ja, glaub schon. Eher in die Richtung. Ja, wie zuletzt halt seine Kämpfe so ein bisschen. Ja, aber ich fand jetzt, die waren also jetzt gegen Helenius jetzt wirklich nichts... ich will jetzt nichts Schlechtes über den Helenius sagen. Er hat eine sehr respektable Karriere hinter sich. Ja. Aber am Ende jetzt, wo er da die Niederlagen gegen Wilder und gegen Joshua eingefallen... Du merkst halt aber auch, der ist halt lange über dem Berg. Ja, ich sag ja, die waren nicht mehr gefährlich so für genau, ihn. Die waren jetzt halt das einfach, die waren nicht mehr frisch. So, und da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr Risiko gehen. Ja. Frage ist jetzt bei einem Ngannou, der zwar jetzt auch eine Karriere als MMA-Kämpfer auch auf hohem Level hinter sich hat, aber ich fand jetzt, ja gut, gegen Fury,
Der war halt auch schon so, ich würde mal sagen, ab Runde 6, 7 war der schwer am Pumpen gewesen. Also ja. Da hat er sich auch durch den Kampf getragen, aber hat ja, immer ja. noch seine Akzente setzen können. Und ja. es ist jetzt halt die Frage, wie wird Joshua da drauf gehen? Ich denke mal, vieles über diesen Kampfverlauf wird zeigen, wie ist Joshua körperlich drauf? Heißt, ist er wieder mit 113, 114 Kilo unterwegs oder sagt er, er ist mit 109 unterwegs, damit er schneller ist? Das denke ich könnte interessant werden und halt wirklich, was ist der Gameplan? Wird viel auf Distanz geboxt und viel mit Fußarbeit oder versucht er all in zu gehen und sucht den Schlagabtausch, was, und da würde ich dir beisteuern, ich ihm nicht empfehlen würde. Ich glaube nicht, dass er ganz leicht in den Kampf geht, weil einfach ein Garnu so eine Maschine ist und sehr schwer ist. Mhm. Also wenn er Power mitbringen will. Ja, der wiegt immer so um die 117, 120 Kilo, ja, was nicht wenig ist. 123,4 glaube ich. Ja, also auf jeden Fall wiegt er dann, kann man eh schon davon ausgehen, dass er mehr wiegen wird als Joshua. Ich glaube, ein bisschen wird gar, er wird nicht zu leicht in den Kampf reingehen. Ich glaube, das ist nicht so. Muss er auch gar nicht, weil er wird eh die bessere Kondition über 12 Runden haben, weil er das einfach mehr geübt ist und trainiert ist. Ich glaube, das wird entweder wirklich über die Runden gehen, was für viele vielleicht komisch finden, oder es wird ein später K.O. für Joshua. Aber eigentlich muss für jeden Boxfan, so wie bei Tyson Fury, der war ja auch der klare Favorit für uns alle, dann wurden wir ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt muss Joshua eigentlich noch mehr der klare Favorit sein, weil er weiß halt, was auf ihn zukommt. Und es wäre halt wirklich krass, wenn Ngannou einen Anthony Joshua K.O. schlägt und so einen Kampf gewinnt. Mhm. Also es wäre für die ganze Boxwelt eine Riesenkatastrophe eigentlich. Ja. Eigentlich. Ja, ich meine, um jetzt auch nochmal eben auf den genannten Tyson Fury anzuwenden. Ja, der hat zwar den Kampf gewonnen, aber das war halt jetzt nicht so diesen Glanzvoll. Weil ich mache mal einen Quervergleich. Du hast zwei Autos, die fahren Rennen. Er ging ja runter. Ja. Du hast zwei Autos, die fahren ein Rennen. Das eine Auto gewinnt mit 2 Sekunden Vorsprung. So, der Gewinner ist ein Ferrari und der zweite Platz ist ein Golf GTI. Ja, der Ferrari hat gewonnen, aber wenn du ein Ferrari bist, dann musst du glasklar absolut gewinnen. Mhm. Und das finde ich war bei dem Kampf von Fury gegen Ngannou halt einfach nicht der Fall. Und ich glaube, wie du schon sagst, Joshua muss das Ding klarer, eindrucksvoller gewinnen, damit also überhaupt keine Zweifel an ihm aufkommen. Weil wenn Ngannou jetzt hinkommt und ihm da, weiß ich, von, wie viele Runden sind das? 10? Mhm. Von 10 Runden 4 abluchst. Ja, scheiße, das kann er sich, das darf er sich nicht gefallen lassen. Ne? Es darf er sich halt nicht als Elite-Boxer an der Spitze der Welt von jemandem, der neu in dem Sport ist, darf man sich das einfach nicht so vorführen lassen, weil das ist einfach schon peinlich. Sagen wir mal so, es ist wirklich, natürlich, der kann auch was, der hat auch Boxen in seinem Sport, aber trotzdem, er ist halt kein Profi-Boxer. So. Eben. Also deswegen, er muss eigentlich überlegen sein, aber ehrlich gesagt habe ich bei Joshua mehr Bedenken mit seinem Kinn als bei Tyson Fury. Und Tyson Fury ist halt schon runtergegangen in der dritten Runde. Und wenn er Fury ist schon ein paar Mal runtergegangen in seiner Karriere. Also aber er ist natürlich auch wieder aufgestanden. Sag mal so, die erste Wirkung, die nimmt er mit, aber der hat immer noch diesen extra Willen, noch hochzukommen. Erinnere dich an diese 2 Bomben, die der da im ersten Kampf gegen Wilder gefressen hat. Also da wären andere liegen geblieben und das für mehrere Minuten. Also das muss man sagen. Andererseits ist er auch schon gegen den Steve Cunningham runtergegangen. Ja, klar. Aber ich meine, bei Joshua glaube ich, dass es für ihn psychisch nochmal eine andere Nummer ist, wenn er hart da getroffen wird. Das stimmt. Als ein Fury. Ich glaube, Fury nimmt es so locker. Der steht dann wieder auf, wenn er kann, und dann macht er halt weiter, weil er denkt, ich bin eh der Bessere. So. Bei Joshua weiß man halt nicht, ob der dann so eine Panikattacken dann im Ring so typisch bekommt, dann so ein bisschen durchdreht und viel zu offen ist und vielleicht dann wirklich nochmal runtergeschickt und dann der Kampf vorbei ist. Deswegen bin ich bei Fury so, Joshua so ein bisschen. Ich würde es ihm eher zutrauen, dass der sich einfach eine fängt und dann unten bleibt, so, weil er einfach irgendwie gerade in Panik war. Weil er halt so im Ring schon agiert hat. Das erinnert mich ein bisschen an Wladimir Klitschko eigentlich. Das war auch so ein bisschen. Nach Corey Sanders, wenn er in so eine Situation kam, die hat er ja am Ende dann sehr gut immer vermieden durch seine andere Kampftaktik. Aber wenn es mal gefährlich wurde, dann hat er auch immer so ein bisschen diese Panikmomente gehabt. Und das ist bei Joshua so ähnlich. Die Arme immer so direkt so hoch. Ja, so hoch und dann die Deckung ist völlig anders. Und so man merkt richtig so, oh, der denkt jetzt nach, was er macht. Und der hat jetzt so ein bisschen so. Ja, der erinnert sich irgendwie an die letzten Male oder ich weiß nicht, was da im Kopf abgeht, aber das ist ähnlich. Ich finde, es ist ähnlich bei den beiden. Deswegen, also natürlich gehe ich mit Joshua, aber trotzdem ist irgendwie ein K.O. nicht ausgeschlossen, aber ich denke schon. Also ich sage,
Ich sage einen Punkt Sieg Josh. Also ich lege mich fest, ich sage einen Punkt Sieg Joshua. Dem schließe ich mich an. Echt? Okay, die meisten sagen ja K.O. Warum sagst du Punkt Sieg? Du denkst auch, dass es über die Runden geht, ja? Ja, also, Ngannou weil du auch denkst. Ja, sag. Ngannou ist ein harthauender Schweinehund, der auch was verträgt. Also, da kannst du dir auch die Zähne dran ausbeißen. Und Ngannou, sagen wir mal so, der hat im Endeffekt, der hat ja nichts zu verlieren. Nö. So, der hat einen Kampf gemacht, den hat direkt gegen den Weltmeister, hat er verloren und hat eine super Bild abgelöst. So, jetzt kommt der ehemalige Weltmeister, der hier klassiert. So, was hat der denn zu verlieren? Nix. Selbst wenn er K.O. geschlagen würde, würden alle sagen, ja, ist ja auch nicht sein Sport. So. Eben. Und Leute, die nichts zu verlieren haben, die sind auch gefährlich. Und der wird stehen bleiben, weil er sagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas noch in irgendeinem Ding ist, dass da von den Saudis noch was aus. Wenn du den Joshua K.O. haust, kriegst du nochmal 5 Millionen extra oder sowas. Denkbar. Denkbar. Meinst du, sowas kommt auch noch? Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich rein spekulativ von mir, aber auszuschließen ist es nicht. So, der Boxsport lebt auch immer ein bisschen von Sensationen und irgendwelchen Sachen. Wie gesagt, Ngannou, der hat nichts zu verlieren und der macht da die Kohle seines Lebens. So, wenn der sagt, wenn ich den jetzt, dann bin ich der gefragteste Mann der Welt, ja, dann macht der noch so ein Ding. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe zwar gehört, dass der wieder zurück zur MMA. UFC gehen will. Ja. Ey, aber der hat doch jetzt so viel Kohle gemacht in einem Kampf, wahrscheinlich wie in seiner ganzen UFC-Karriere nicht. So geil verdienst du da nämlich auch nicht. Und dann kannst du, nicht so viel, genau. Und dann könntest du noch ein Rematch machen, wieder gegen Joshua. Oder irgendwann boxst du dann gegen Usyk und dann hast du halt alle durch. So. Und das ist halt auch, das wäre auch, stell dir mal vor, und hast noch nicht mal 10 Kämpfe als Profiboxer und hast einfach mal gegen 3, 4 ehemalige Weltmeister oder so geboxt oder amtierende. Da kann auch niemand von sich behaupten. Ja, das wäre krass. Also er könnte auf jeden Fall noch viele Kämpfe machen, aber okay, wir gehen beide gegen alle, aber das ist oft so. Wenn alle denken, diese Kämpfe enden durch K.O., dann ist es halt nicht immer so, weil die hauen sich, die boxen ja taktisch so und keiner würde da so ein Risiko fahren. Auch Ngannou wird ein bisschen aufpassen. Yeah. Also der weiß auch, dass der schlagen kann. Deswegen oft gehen die Kämpfe dann leider doch über die Runden, weil wenn beide fit sind, weil sie halt sehr aufpassen. Erstmal, dass sie keine Lücken sich nicht öffnen und zweitens, dass sie sich keine einfangen. Und dann ist es halt leider nicht so ein geiler Kampf, wie man am Anfang denkt. Aber natürlich taktisch trotzdem spannend. Hoffen wir einfach auf einen geilen Kampf. Den kann man ja bei DAZN gucken, wenn ich mich nicht irre. Im Pay-Per-View. Ja, wie teuer ist der in Deutschland? Weiß ich gar nicht mehr. Ich tippe mal wieder, wahrscheinlich wie das letzte Mal auf, 15 bis 20 Euro. Ja, okay. Der eigentliche sportliche Hauptkampf, würde ich aber behaupten, ist Zhilai Zhang gegen Joseph Parker um den WBO-Interimstitel. Also das wird auch auf jeden Fall, denke ich, eine höllische Schlacht. Und da, das ist für mich ein 50-50-Ding. Ich würde sagen 55-45 Zhang. Punkt Sieg. Ja, ist echt ganz schwer. Ich denke auch, dass es ganz enger Kampf wird. Er wird auf jeden Fall über die Punkte entschieden und ich glaube, es kann auch wirklich irgendwie Split Decision sein. Es kann sein, dass der Falsche eigentlich gewinnt, wo alle denken, nein, der andere war doch 2 Runden besser. Aber ich finde es auch, also ich finde den echt auch sehr schwer vorherzusehen. Eigentlich ist Joseph Parker so nach seinem Ranking jetzt bei Boxing, wäre er der Favorit. Ich würde leicht vielleicht mit ihm gehen, weil er seinen letzten Kampf eigentlich zuletzt gut aussah. Aber nicht sein. Man muss auch dazu sagen, Wilder hat ihn gut aussehen lassen. Der hat ja nichts gemacht. Stimmt. Der hätte auch gegen den Sandsack boxen können. stimmt. Das war auch nicht mehr der Wilder, den man sonst so kannte. Also da war ein Sandsack, wo Arme dran hingen. Ja, das war wirklich so ein bisschen traurig irgendwie. Aber eigentlich ist es wirklich 50-50-Kampf. Wer da an dem Tag in besserer Kondition ist, wird den Kampf machen. Ich gehe einfach aus Gefühl leicht mit Parker, aber das ist, ich glaube, so da entscheiden. Ich gehe mit Zhang, du gehst mit Parker, dann sind wir doch schon mal gegenseitig, das ist doch schon mal was. Ja. Ansonsten auch noch sehr interessant auf der Undercard, Justis Huni aus Australien gegen Kevin Lerena im Schwergewicht. Dann noch auf jeden Fall ist auch im Film Mark Chamberlain gegen Gavin Gwaim im Leichtgewicht. Und es gibt auch noch einen Weltmeisterschaftstitel, den Federgewichtstitel der WBC zwischen Ray Vargas gegen Nick Ball. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Boxpod.
Nachrichten. Kommen wir zuerst mal zu jemandem, den du schon ein paar Mal für K.O. und Co. oder auch für unseren Podcast im Interview hattest. Und ich würde mal behaupten, nach wie vor, auch wenn er nicht mehr aktiv ist, ist er Deutschlands bekanntester Boxtrainer. Es geht um Uli Wegner. The one and only. Ja, ja, genau. Uli Wegner, genau, ist jetzt leider nicht so eine gute Nachricht, aber ich denke mal schon, ganz so schlimm ist sie nicht, weil er wurde ja schon operiert. Also er musste sich am Donnerstag in Berlin einer Herz-OP unterziehen, nachdem er ja eh schon so viele Operationen hatte. Aber es ist ja auch schon Donnerstag gewesen. Deswegen scheint es, dass er sie gut überstanden hat, weil wir haben nichts mehr gehört. Die Bild hatte darüber berichtet. Irgendwie hatte er Schmerzen beim Treppensteigen in der Brust, ist dann zum Arzt gegangen. Und er hat vor 15 Jahren in Köln 3 Stents irgendwie eingesetzt bekommen. Und einer dieser medizinischen Implantate sei verstopft gewesen. Und deswegen musste er halt, ja, nochmal operiert werden. Und ja, ich hoffe, dass es ihm einigermaßen gut geht. Die Bild hat auch geschrieben, allein in den letzten beiden Jahren musste Wegner bei 7 Operationen eine Vollnarkose in Anspruch nehmen. Das ist natürlich krass für den Körper. Also, ja, ne, aber 81. Für so einen Stent brauchst du das. Das machst du ja wirklich, während der Patient wach ist, so ein Stent setzen am Herzen ist. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt nicht nix knicks, aber sagen wir mal so, ist oft mittlerweile auch bei vielen kardiologischen Kliniken wirklich ein Routineeingriff. Ja, da steht auch, die OP bei Wegner erfolgt unter örtlicher Narkose. Mhm. Ne, ist ja auch krass. Also ist wie zum Friseur gehen, nein, so schlimm nicht. Aber hoffen wir mal, dass, ja, weil es halt 81 und deswegen so viele OPs sind halt immer ein bisschen gefährlich. Deswegen fiebert man da mal mit. Aber er ist ja ganz zuversichtlich. Er hat auch gesagt, das musste schnellstmöglich gemacht werden. Ich schaffe auch das. Schließlich möchte ich am 30. März beim WM-Kampf meines ehemaligen Schützlings Kubrat Pulev in Sofia gegen Mahmoud Shah wieder im Ring sitzen und ihn davor schon 10 Tage vor dem Kampf im Trainingsprozess unterstützen. Also der plant auch immer schon weiter und ist dann schon wieder bei Pulev in Bulgarien und so. Das finde ich auch ganz cool, dass er da immer trotzdem noch so aktiv bleibt und im Boxen noch interessiert ist und ja. Auf jeden Fall für uns weiterhin gute Besserung und dass er sich gut erholt und wir ihn dann da am Ring sehen. Vielleicht, genau. Ne? Auf jeden Fall auch von uns alles Gute und gute Besserung. So, und ja, ich habe ja eben schon bei dem Kampf von Giovanni De Carolis den EBU-Titel angesehen. Mittlerweile, das ist, kennst du noch den Film mit... Täglich grüßt das Murmeltier. Also irgendwie... Irgendwie will irgendwie niemand den Kampf, oder niemand will diesen EBU-Titel haben. Ich weiß nicht. Naja, keine Ahnung, fragen die Falschen, glaube ich. Ich glaube, daran liegt's. Die fragen die Falschen. Ja, aber was ist denn mit diesem Titel los? Hat Agit Kabayel da irgendwie eine Stinkbombe draufgekippt, dass jemand niemand sagt, so, ey, will ich nicht haben? Wenn ich ihn nicht habe, dann soll ihn keiner mehr haben. Ich verfluche ihn. Ja, nur mit Tierblut beschmiert oder so. Also, komm. Ich glaube, die schicken ihn irgendwann zurück, so kostenlos. Hier, behalte ihn, du musst dafür nichts machen, auch nicht kämpfen. Behalte ihn einfach nur. Also, ja, den anderen, also bringt er kein Glück bis jetzt, aber sagen wir mal so, es hat ja auch wirklich was mit den Ansetzungen zu tun, weil da werden halt Leute in Kämpfe geredet oder gebracht, sagen wir mal so, gebracht durch die EBU, durch die Ansetzung, weil sie sich da halt in der Tabelle wiederfinden oder sie denken, dass diese Kämpfe zustande kommen, aber die Gegner waren halt alle bis jetzt, wo wir schon vorher gesagt haben, dass die werden doch nicht da, also die werden ja nicht kommen nach Deutschland diesen Kampf machen. Mhm. Und jetzt hat halt auch der Nächste abgesagt, also jetzt hat halt auch Joe Joyce abgesagt, gegen Granit Xhala zu boxen am 30. April. Also jetzt mal ehrlich, als ob ein Joe Joyce in irgendeiner kleinen Mini-Tennishalle in Berlin oder auch in Brandenburg in so einer kleinen Falkensee-Halle, jetzt mal nichts dagegen, die ist ganz schön und so, aber da geht doch nicht ein Joe Joyce hin und boxt da. Also bitte Leute, das weiß man doch. Also erstmal, was bringt Ihnen dieser Kampf sportlich? Rutschen Sie dadurch höher? Wer kennt Granit Xhala im Ausland? Muss man jetzt einfach mal so sagen, der ist jetzt kein großer Name. Der boxt da jetzt nicht gegen Agit Kabayel, das wäre schon was anderes. So, ne? Da würden sie sagen, ja, international haben sie ihn jetzt alle schon gesehen und so, aber das sind einfach No-Names im Ausland und die Boxer, die alle bis jetzt abgesagt haben, Dubois oder Joe Joyce, die haben einfach ganz andere Kämpfe in Aussicht, gegen größere Namen, Top 5, mehr das Geld sind Top 15 Leute. Ja, natürlich machen die das nicht. Top 15 Leute. Die sind zu bekannt. Und die haben andere Sachen zur Auswahl, die für die, oder warten auf andere Sachen, die für die lukrativer sind. Und auch nicht so klein. Weil jeder, der schon mal in dieser Tennishalle war, also ich weiß nicht.
Also wenn dann Dubois oder Joe Joyce da reinläuft, würde ich mich schon schämen so ein bisschen, selbst als Zuschauer, weil ich denke, also das wird dem jetzt nicht gerecht. Ja, jetzt mal gut, ehrlich, andererseits, so, wenn jetzt ein Joe Joyce sagt, den Kampf will ich, dann wird der irgendwo in London oder in Manchester stattfinden. Ja, aber naja, die haben ja, Argon hat ja immer so geredet, ja, wir wollen den dann bei uns veranstalten, weil Granicciala halt den Hauptkampf machen soll. Ja, klar, natürlich möchte das, aber machen wir uns jetzt nichts vor. Das würde nie zustande kommen. Finanziell ist jetzt, sagen wir, Matchroom oder Queensberry, ja. Das ist jetzt nochmal ein anderes Level als jeder andere deutsche Promoter, das muss man jetzt halt auch einfach mal sagen. Und wenn Joe Joyce sagt, ja, ich will den Europameisterschaftstitel dann haben, mir. Dann wird der irgendwo in England stattfinden. Punkt. Aber er will ihn ja auch gar nicht haben, weil er wahrscheinlich auch, weil es dann andere auch nicht Option so richtig ist. Genau, und weil es halt auch einen dann nicht so viel bringt. Boxt er nicht in 2 Wochen sogar in England auf der Card, wo auch Tyrone Zeuge boxt? Ich meine nämlich schon. Ja, ich glaube schon, ja. Da haben sie ja noch gerätselt, ob er den Kampf dann absagt dafür. Aber ich meine, der ist ja auch schon fest eingeplant. Natürlich macht er das dann auch nicht. Also da müsste er 1 Million kriegen, dass er seinen Kampf absagt, den er jetzt eigentlich schon geplant hat. Wer macht denn sowas? Also das ist halt auch, meistens gibt es ja auch Vertragsverletzungen. Wenn du den dann absagst, dann musst du Strafe zahlen und so. So einfach kann man das jetzt auch nicht immer alles machen. Auf jeden Fall, die News ist, also wir wissen, ich glaube, der Kampf wird wahrscheinlich gar keine EM wird da stattfinden, um den Titel, weil sie bis dahin keinen Gegner finden. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen neuen Ukrainer, Oleksandr Zakutsi, soll jetzt im Gespräch sein, um diesen Gürtel zu boxen. So, die Frage ist, ob er jetzt irgendwie, ob er jetzt darum boxt. Zumindest ist er jetzt nicht so ein Riesenname. Er hat zwar schon mit den größeren so Sparring gemacht, wie ich das gesehen habe. Also auch schon, ja, ist da schon bei den Großen im Ring zum Sparring. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich verstehe halt auch nicht, warum die nicht einfach wirklich, wie du gesagt hast vorhin schon, ne, so ein Daniel Dietz oder sonst wen. Genau, bevor wir aufgenommen haben, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Also ich denke auch so ein Daniel Dietz, mal ganz ehrlich, der hat noch 2 Europameistertitel. Das ist ein deutsches Duell. Ja. Du hättest dann mit Gottwald auch The Zone im Rücken. Das heißt, du könntest das weltweit in Theorie übertragen. Ja. Es würde auch eher stattfinden dann. Vielleicht nicht so schnell, aber dann kannst muss man das halt vielleicht sogar aufs, wie gesagt, ich kenne ja, ich weiß noch nie einen Falkensee, aber wenn du sagst, es ist eine schöne Halle, ist eine schnelle, aber wenn du es jetzt mal in einer größeren Halle machen könntest. Ist eine schöne, aber kleine Halle und am Arsch halt, ne? Das ist halt jetzt nicht irgendwie in Berlin. Ja, und wenn du halt dann irgendwie dann da doch irgendwie einen größeren Rahmen finden könntest oder das vielleicht noch kombinierst mit einem anderen Kampf oder einem Kämpfer, der mir jetzt, ich übertreibe jetzt mal, machst jetzt Granicciala gegen Daniel Dietz und als zweiten Hauptkampf und im Hauptkampf machst du nochmal Felix Sturm. Als Beispiel. Mhm. So, dann könntest du locker eine 5.000er, 5.000, 6.000er Halle machen. Nimmst, weil ich die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf, da kriegst du so um den Dreh 5.000 bis 7.000 Leute bei einem Boxkampf hin. Ist doch perfekt. So, das kannst du dann gut übertragen und so. Warum nicht? Und ich finde jetzt mal ganz ehrlich, also ich habe jetzt noch nicht allzu viel hier von diesem Zakotzi gesehen, aber wenn du so siehst, gegen wen der so geboxt hat, das ist schon nicht schlecht. Und der Typ ist 2,6 Meter. Ja, der ist riesig. Ja, ich glaube auch nicht, dass dieser Kampf kommt. Aber das ist immer so, also das geht halt immer so weiter. Weil, ja, ist einfach so mein Gefühl, dass ich das nicht glaube. Aber keine Ahnung. Die haben ja noch Zeit, wenn sie es nicht schaffen, das so schnell einen Gegner für Granicciala zu bekommen, muss er halt irgendwie den EM-Titel vielleicht später verteidigen, weil es irgendwann läuft ja auch die Zeit weg. Mhm. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man mal einen realistischeren Gegner einfach da bekommt. Der ist jetzt auf jeden Fall schon realistischer als alle vorher, aber ich weiß nicht, ob... Aber auch nicht ungefährlich. Der ist auch sehr, glaube ich, gefährlich, schon wegen seiner Statur. Man weiß nicht genau, wie gut er wirklich ist, weil er musste es halt noch nie zeigen. Hat er eher so Aufbaukämpfe gemacht, ne? Wenn ich es richtig sehe. Ja gut, aber die machen ja alle. Ja, genau. Ja, Francis Ngannou machen alle Schwergewichter Aufbaukämpfe. Ja. Das ist nun mal so. Deswegen sage ich ja, man weiß nicht genau, was in dem eigentlich noch steckt. Der kann halt eine sehr große Überraschung sein. Aber ja, aber per se, sagen wir mal so, du musst aber immer trotzdem... Ich bediene jetzt mal ein paar Vorurteile, aber der ist Ukrainer. So, auch ein Viktor Vikisch. Der wird nicht Weltmeister, glaube ich. Aber per se siehst du, dass er eine gute Boxschule durchlaufen hat. So, und dann hat er noch die Statur. Das sind jetzt schon mal 2 Komponenten, die vielversprechend sind. Was da am Ende bei rauskommt, wo da Ende der Fahnenstange ist, das wird sich natürlich zeigen, aber
per se würde ich mal sagen, jeder Ukrainer hat eine sehr gute Boxschule durchlaufen. Und das macht es ja schon per se gefährlich. Sehr wie bei den Kubanern. Wenn du in Kuba Boxen gelernt hast, boxst du nun mal anders als Lette oder als Pole oder als Deutscher. Ja, er ist ja auch ungeschlagen. Also natürlich, der hatte eher so Ein-Sterne-Kämpfe gemacht. Aber es ist schon, natürlich, also ich meine, wenn er davor gegen ganz andere Leute boxen sollte, dann ist es jetzt für ihn auch egal, ob es wie gefährlich er ist. Ich meine, Dubois oder Joe Joyce sind jetzt auch nicht ungefährlich, aber er hat, sagen wir mal so, der hat jetzt gegen Lazaridis geboxt, erste Runde gewonnen, Pavel Zur. Das waren jetzt alles, ja, der ist halt noch im Aufbau und keiner weiß, wie stark der ist. Und deswegen ist er halt sehr gefährlich, würde ich einfach sagen. Und da und seine Größe ist halt enorm, zwischen 2,6 Meter. Manche sagen 2,7 Meter, also da gibt es wahrscheinlich... Ein Baum von einem Mann. Als dann so hoch zu boxen ist halt krass. Aber schauen, ich glaube eher nicht, aber schauen wir mal, ob es dazu kommt. Wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass wir noch wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten... Jede Folge reden wir über den nächsten Gegner, mal gucken, wie viele Jahre noch. Genau. Dann kommen wir noch abschließend zu einem anderen riesigen Mann, der auch 2,5 Meter ist, Viktor Jurk. Der kämpft nämlich jetzt am 16. März, also in 2 Wochen, da werden wir dann nochmal drauf eingehen, in der Vogelsanghalle in Stralsund um seinen ersten Titel, und zwar die Deutsche Meisterschaft im Schwergewicht nach Version der BDB. Das finde ich auf jeden Fall auch schon mal gut. Ich finde sowieso eigentlich, der deutsche Titel muss auch mehr in den Medien stattfinden. Ich finde, der deutsche Titel ist immer noch ein Titel, der irgendwie was wert ist und auch wert sein sollte. Und ich finde es auch gut, wenn manche Leute den auch einfach, wie viele Engländer ja auch, die sind dann englischer Meister und die tragen den Titel halt auch noch, bis sie irgendwie zum Europameister kommen und behalten den dann auch einfach. Und legen den nicht irgendwie nach 1 oder 2 Kämpfen schon wieder ab, weil sie dann irgendwie um den IBF-Regionaltitel irgendwie boxen wollen. Naja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören und sehen uns definitiv nächste Woche wieder, wenn wir dann auch über die große Fightcard aus Riyadh berichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare bei YouTube. Lasst uns da auf jeden Fall auch ein Abo da. Natürlich auch bei Spotify, bei iTunes Music, und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube hinterlassen. Das würde uns auf jeden Fall auch sehr helfen. Und schreibt eure Prognosen für Joshua gegen Ngannou einfach in die Kommentare, damit wir mal eure Prognosen lesen. Mal gucken, genau, schreibt uns die Prognose, wer gewinnt und wie er gewinnt. Also jetzt nicht nur hinschreiben Joshua, sondern Joshua durch Split Decision oder weiß ich, K.O. Irgendwie sowas. Genau, oder findet nicht statt, weil Ngannou eine Augenverletzung hat. Weil er sich die Haare geglättet hat. So. Wer weiß? Weiß man ja nicht. Weiß man echt nicht. In dem Sinne, macht's gut, passt auf eure Augen auf. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir küssen Ciao. Eure Augen. Tschüss. Genau, wir küssen eure Augen. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast.de